Und damit wieder ein herzliches Willkommen. Und ich bin mal wieder gespannt, was wir jetzt schon wieder für Aktivitäten auf uns zulassen. Ja, einfach mal so auf spontan gleich mal die, wenn die auch gleich mal in der Nähe ist und so. Perfekt. Ja, da wäre mal gleich mal reingefallen, der Tschüchsel. So ein Trottel. So, da fahren wir gleich mal durch. Ja, dafür kann ich ja nichts. Du gehst ja auf den Fußweg. Nein, was kann ich dafür? Da? Frechheit, Alter. Wie ich mal auf spontan und das ein bisschen rumfahren wollte und so. Ja, schau, die lässt gleich. Alter, dieser Wahnsinn, Alter, die Frau gewesen, die fliegt einfach mal herum, Alter. Das ist eine Freude, die fliegt einfach mal weg. Alter. So, schön drauf einpacken. Na, ich sehe überhaupt keinen Kratzer. So, du Wappler, hast du vielleicht irgendwie was Nices für mich? Was soll ein Bruder denn tun? Meine Versicherungsraten steigen völlig ohne Grund. Bruder. Verstehst du? Jeden scheiß Monat. Jeden Monat ohne Grund? Ich habe Provi Blue angerufen. Da höre ich nur Ausreden. Risikoklausel nennen die's. Eine Bullshit-Klausel ist das, verdammt. Dasselbe passiert bei fast allen, die ich kenne. Verdammte Versicherung. Verdammte Wechsel. Natürlich schauen wir uns jetzt auch ist ganz kurz bei Provi Blue versichert? Da noch was. Ich habe meinen staatlichen Versicherungsschutz gehackt. Versicherung? Wozu das denn? Wieso? Was hat Provi Blue vor? Die ziehen offenbar Leute ab mit ihrer Risikoklausel. Klingt nach einem Grund, sich auf den Provi Blue Servern umzusehen. Es geht schneller mit einem Passwort. Ich suche einen Angestellten in deiner Nähe. Da ist er. IT-Typ. Der hat eins. Klar doch, dann schauen wir uns einfach mal um. So, und auf der Karte markieren. Oh, ist gleich mal in der Nähe. Perfekt. Auf ganz easy. Zick, 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 zick. Hier muss ja da durch. Die lässt sich auch mal blicken. Super. So, und nice. Genau, bei der Bushaltestelle. Das ist die Bushaltestelle jetzt, wenn jemand fragt. So. Nur ganz kurz wieder ein bisschen herumschauen. Weil, wenn wir schon da so hin und wieder auf den Gedanken kommen, erst wir müssen da jetzt einmal ein bisschen. Entschuldigung, waren begründet, Jim. Du hast im Privatkram der Angestellten herumgeschnüffelt. Oh, komm schon. Das war nicht wirklich privat. Wir haben im IT-Team einen hohen Standard. Du hast dir Tinas Privatnummer beschafft und sie angerufen. Das ist nicht okay. Das war nur ein harmloser Flirt. Tina. Komm schon, Bob. Lass mich. Sorry, Jim. Die Entscheidung ist gefallen. Deine Zugangskarte wurde deaktiviert, genauso wie deine Provi Blue Passwörter und der Zutritt zum Fitnessraum. Die Personalabteilung schickt dir deine persönlichen Sachen nach. Fuck. Nicht der Fitnessraum, bitte nicht der Fitnessraum. Wieso du? Du bist in Schwierigkeiten. Was? Der Provi Blue Typ wurde heute gefeuert. Sein Passwort ist wertlos. Ups, mein Fehler. Ha! Verkauft faule Eier. Ich verlasse mich hier auf dich, Mensch. Ich brauche aktuelles Zeug. Ja, tut mir leid, Mann. Okay, hier. Ich hab noch einen Provi Blue Angestellten. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Bist du wirklich, wirklich sicher? Wie es gleich weiterfährt. Hol einfach das verdammte Passwort. Klar doch, und da haben wir ihn ja auch schon. Na, ja, nett, dass die auch noch gleich gefeuert wird. Hey, Sherry, du hast vergessen, die Änderung zu speichern. Mist. Kannst du dich anmelden und es machen? Kein Fernzugriff auf die DPW. Wir sind am Arsch. Lock dich als ich ein. Passwort ist Hot Girl. Hot. Klar doch. Und da haben wir auch schon eins. Ah, nee. Sie kann uns nicht einfach mit Dreck bewerfen. Warte schon mal, kann man so rundherum. Wupp, 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 wupp. Da schauen wir erstmal, dass wir hier rundherum kommen, weil das ist dann besser. Ja, genau. Garage und so alles drum und dran. Perfekt. So, schauen wir mal da ein bisschen kurz rein. Schauen wir mal, da kommen wir da rauf oder geht es jetzt Ja, so passt auch. So geht es auch. Hier. Habe ich schon wieder vorne. Die Drohne. Bisschen aufpassen. Okay.
Was wäre? Oder können wir das auch so hacken? Oh. Ja, dann würde ich sagen, das Fahrzeug, oder? Ich weiß aber nicht. Schwer, wir könnten es mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir schon diesen Double oder was auch immer, diesen höheren Sprung da mal, von was ich mal geredet habe. Das haben wir nicht. Dies ist urig. Aber da kommen wir auch nicht drauf. Danach hängen bleiben du da auch nicht. Ich könnte sie trotzdem so machen mit dem Fahrzeug. Aber da geht er mal Ansicht ändern. Ja, warte, so. Ja, das machen wir kurz komplett zurück. So, genau. Dass er da einfach rauffährt. Nein, du bist nicht die Polizei rufen. Ich rufe gleich deine Mutter, wenn du deppert bist. So, zack, zack. Jetzt aufpassen. Na, bitte sag mir jetzt nicht genau. Warte, zack. Und tschüss. Und tschüss. Oh, oh fuck. Ja, lass mich einfach nur in Ruhe. Bist du deppert? Die ärgste Rassist. Die ist wohl ein bisschen sehr heftig. Das ist ja dein Gesicht, die Scheiße. Fuck. War das jetzt heftig, Leute. Bist du deppert? Das sind schon ein paar Rassisten bei Ubisoft dabei. Das merkt man schon. Was ist mit dir? Hast du vielleicht ein bisschen was? Ah, Mann, scheiß Router. Wenigstens noch geschaut. Und da vielleicht noch irgendwie ein bisschen beklauen kann. Und wir können schon wegfahren ohne Probleme. Aber jetzt sollten wir eigentlich vielleicht eh noch irgendwelche Upgrades kaufen können. So, habt ihr Zugriff? Analysiere jetzt die Daten. Und du machst das auch richtig? Die aktuellsten Daten? Haha, beim ersten Mal war es doch witzig, Marcus. Jetzt ist es nur noch dämlich. Oh wow, die verfolgen im Grunde genommen jeden einzelnen Einkauf. Du kaufst Fastfood oder Bier oder Chips und die erhöhen deine Raten. So sieht die Risikoklausel aus. Dein Risiko, verarscht zu werden. Dann drehen wir an ihrem Algorithmus. Bin schon dabei. Jetzt gehen die Raten jedes Mal, wenn jemand sowas macht, runter. Ich will den CEO und den CFO direkt treffen. Offenbar nutzen die einen Limo-Service. Man kann die Wagen verfolgen. Ich habe den Ort markiert. Na, dann schauen wir gleich mal. Aber jetzt holen wir uns noch das. Haha, perfekt. So, da haben wir ja auch noch was. Da schauen wir auch noch, dass wir da in die Nähe kommen, damit wir das auch mal markiert haben. Hacken, perfekt. Mal schauen, jetzt haben wir da wieder was Neues. Das und was ist denn das? Lackierung, okay, passt. Schauen wir noch ganz kurz wegen Upgrades oder so. Vielleicht können wir da noch das ein oder andere... Oder... Na, weil sonst würden die ja immer anzeigen. Aber ja, müssen wir halt diese... Dinge einsammeln, aber das geht ja leider nicht. Ne, ja, du schießt aber, es wird dir auch geschissen. Oh, da geht. Schau, wie der geschissen ist vorbei. Da geht so deppert vorbei. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss mich da auch eingliedern und so. Zack, 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 lass mich da durch. Bei Spiegel mitnehmen natürlich. So, dann spielen. Ah, leider nicht dann Spiegel mitgenommen, aber na, no, wieder nicht, auch wieder nicht, auch wieder nicht. Aber das sind wir gleich da. So, einmal, so. Geht's da? Ja, da geht's auf geschmeidig rein. Perfekt. So, dann parken wir da auch nochmal. Für alle Fehler, falls da irgendeiner meint, der muss uns umbringen. Machen wir locker fertig. Oh. Aha. So. Nein, falsches Gerät. Und fahr mal da durch, ob man da vielleicht... Ja, und auf ganz easy. Perfekt. So, dann machen wir das mal auf. Genau, mach das mal auf gescheit. Schauen wir mal, ob sich das was bringt überhaupt. Okay, offen ist mal. Und können wir das auch gleich so hacken? Oder? Nee, dann gehen wir lieber. Persönlich, oder? Geht das so? Ja, geht's auch so. Und sicher, mit dem Gerät geht auch alles. Bombe. Scheiß verfickte Tonika, nichts. Nichts! Hast du gehört? Nichts. Außer normal sehen.
Und dies ist was für Lusche. Oh. Okay. Ich habe die GPS-Daten vom CEO und vom CFO. Zuerst der CFO. Oh. Ist das jetzt oben? Oh, das bewegt sich. Das ist gar nicht gut. Dies ist gar nicht gut. Huh. Ein bisschen knapp, aber ja, wir haben's. Müssen wir nur noch schauen, dass wir den irgendwie aufhalten oder so. Warte kurz. Daten werden abgerufen. Einfach nur stehen bleiben und einfach nur... Das muss doch funktionieren, oder? Das muss gehen, das muss gehen. Hauptsache, wir schaffen das in der Zeit. Ich glaube, der hat jetzt Check gehabt, dass wir... der Pflicht ist, über Daten flattern und so. Na, überhaupt nicht. Na, überhaupt nicht. Wenn wir wenigstens ein Auto hätten, dann wäre das wenigstens vielleicht eine kleine bessere Nummer hier, aber wenn der das so ein bisschen geschissen fährt und so, bist du eppert, Alter. Die hat's drauf, die KI hat's wirklich drauf mitten vorn. Die weiß, wie es geht. So, genau, müssen wir da jetzt. Oh. Wo willst du jetzt hin? Ich glaube, das liegt nicht in deiner. Oh, klar, doch, ein paar Menschen auch noch mal machen. Hast ihr eh recht. Naja, aber Tacos gehen immer. Tacos gehen immer. Ja. Das muss schon hin und wieder mal sein, Tacos. Was haben wir? Zum einen jede Menge Bankinfos. Bestens. Setz deine eigenen Versicherungsraten rauf. Und für jeden Besuch in seiner Lieblings-Martini-Bar kriegt er eins drauf. Okay. Jetzt hole ich mir den CEO. Dann holen wir uns mal den CEO. Okay, jetzt müssen wir da mal auch wieder schauen, wie seine Route da ist. Yo, wow, okay, das ist ein Wahnsinn, da endlich mal wieder Watchdogs. Wow, und dann haben wir den Tune Player. Wow, der tut schon wieder Let's Play, ne, Wahnsinn. Dann ist schon wieder nur 1000 Folgen von dem Spiel. Endlich mal, würde ich eher sagen. Oh, ich muss da mal ganz kurz, ja, genau. Ich weiß nicht, ob er jetzt da schon checkt hat, dass ich ihn beraube an Daten. Ich fahre da jetzt mal ganz normal. Einfach nichts. Okay, er hat's checkt. Na komm, gib Gas. Komm schon. Ach schon. Nicht, dass die da vielleicht irgendwie was checken, die Polizisten. Na, einfach nur Verfolgungsjagd. Der eine will den anderen umbringen. Standard. Einfach nur Standard. Was ist denn der? Oh, machen wir es jetzt so ein kleines Ringelspielchen oder wie? Ah, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn mit dem. Dafür kriegen wir vielleicht die ein oder andere Sache ja auch wieder, weil wir da durchfahren. Schon geil. Jetzt haben wir es dann eh bald. Sind wir eh schon auf 90. Perfekt. Komm schon. Yes. Muss ich jetzt hier bleiben oder? Oder steigen wir einfach mal aus? Okay. Oh, das bewegt sich. Scheiße, das bewegt sich. Okay. Ah, so da muss ich den jetzt erledigen oder was ist jetzt mit dem? So. Ach so, ich muss den Fahrer erledigen. Haha, muss den Fahrer erledigen. Na gut, ja, müssen wir mal. Ah, nein, so, zack. Yes. So, zack. Und. Du Haverer. Für die. Oh, er schießt. Oh, das war die falsche Waffe. Wie war das nun mal mit den Waffen? Also, da. Die Goblin ist am Start. Erst Haverer, du kannst nicht entkommen. Dankeschön. Kommen da eh nicht noch welche dazu? Denke ich mal. Fliehen. Auf alle Fälle. Oh, gleich mal ein nices Auto am Start. Richtig schön erwischt. Sehr schön, sehr schick. Geiler Sound. Und los geht's. Oh, das ist ja das Rutschbett-Auto. Das nehmen wir nicht. Da scheißen wir drauf. Nehmen wir sich lieber das, das ist rein. Das ist richtig schon fein. Und Vollgas. Woohoo! Happy Ending!
Ich würde sagen, haben wir jetzt dann die Mission komplett geschafft? Noch gar nicht. So, ich brauche ein bisschen Geld. Bro, ich brauche Geld. Was ist mit dem? Nein, dich auch nicht, dich. Er ist verheiratet. Ich glaube, das könnte seine Frau doch interessieren. Füge ihre E-Mail-Adresse zu seinem Konto hinzu. Dann kriegt sie für jede Begegnung eine Bestätigungsmail. Gott, das macht Spaß. So, das haben wir dann auch wieder. Forschungspunkt entdeckt. Dann haben wir das dann wirklich schon geschafft. Ja, dann würde ich sagen, gleich mal das als nächstes. Gleich mal immer das nächste und wieder das nächste und wieder und wieder und wieder und wieder, bis wir irgendwann einfach nichts mehr haben auf der Karte. So. Ich hoffe, das kann man dann irgendwie dann machen, damit man das dann wirklich auch alles mal sieht auf der Karte. Weil ich will ja keine Nebenmission nur vergessen, weil Nebenmissionen sind wirklich top, Leute. Also wirklich Hut ab. Da haben sie sich wirklich ins Zeug gelegt. Also ich glaube, die haben sich wirklich schön Zeit gelassen für Watch Dogs 2. Und die haben da auch gemerkt gehabt, das war ein Fehler und so. Und da haben sie sich wirklich schön Zeit gelassen. Das finde ich wirklich super und das merkt man auch sehr. Obwohl es natürlich auch hin und wieder Nachteile gibt, wie zum Beispiel das fucking Drehen während einer Multiplayer-Mission, wo man gar kein Multiplayer spielen möchte. Dass das trotzdem richtig schön fein ist, aber wir wollen ja niemanden kritisieren. Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur, dass ich das hasse, wenn ich immer Sachen suchen muss. No, ich glaube, da hat jemand ehrlich gehabt. Ein bisschen sehr ehrlich. Na gut, dann schauen wir mal rauf, was wir da wieder für eine nice Mission haben. Na, PvP braucht man nicht. Hast du vielleicht ein bisschen was eingeschickt? Nein, leider nicht. Du? Ja, nein. Egal. Du auch nicht. Mann. Kommt gleich die Gang vorbei und so. Aber naja, du hast mich wenigstens noch davon abhalten können. Sagen wir so, du hast mich dann auch ein bisschen beruhigt. So, zack, 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 auch wieder was. Nice. Und du hast da eine neue Mission für mich. Ich habe es erklärt, dass ich aus dem Gebäude geworfen wurde. Ich bin kein Mitglied von DeadSec und ich habe dieses Wort niemals in meinen Computer eingegeben. Wetten? Wetten? Die Frage ist nur, was haben wir jetzt damit zu tun? Leute, hat DeadSec mal Farmingtons gehackt? Farmingtons? Wieso sollten wir? Keine Ahnung, aber offenbar feuern die jeden Mitarbeiter, der sich auch nur entfernt für uns interessiert. Ist vermutlich illegal. Ich gehe mal in eine ihrer Apotheken und hacke mich ins Unternehmenssystem. Mal sehen, was hinter den Kulissen so abgeht. Hey, wenn du schon mal da bist, ich müsste ein paar Medikamente auffüllen lassen. Auf Joshs Namen natürlich. Hast du meine Pillen gekauft? Was? Nein, natürlich nicht. Vergiss es einfach. Wäre auch besser so. Muss ein paar Pillen auffüllen. Nicht schlecht. Muss ein paar Pillen auffüllen. Klar doch. Und zack. So, na dann schauen wir mal, was wir da wieder zu tun haben. Einfach mal ein paar Pillen auffüllen. Dankeschön. So, natürlich müssen wir schauen, dass wir auch wieder exzellent einparken. Ich glaube, wir sollten lieber ein bisschen so eine kleine Runde fahren. Weil so kommen wir mal nicht. Ah, da, so, zack, CTOS, perfekt, hier war Schleicher, kann man die Reifen, zack, zack, zack. Ich würde es am liebsten, ja, abstechen, aber man kann hier nicht alles heutzutage haben. Da haben wir auch schon wieder was. Warte kurz, müssen wir schauen, dass wir da vielleicht wieder mit nichts herumgehen. So, genau. Schauen wir uns noch ganz kurz dort noch um. Ja, da ist wieder was Neues, da ist wieder was Neues. So, dann laufen wir mal hin. Weil auf der Karte sieht man mal nichts. Und was haben wir? Wahrscheinlich wieder. Nein, was Grünes, nice, was Grünes. Das ist gut, das ist immer gut. Was Grünes ist immer gut. Jetzt habe ich wieder mit den Kopfhörern ein bisschen spielen müssen. Boah, kriege ich gleich mal Knackschmerzen. Egal. Ja, Mission machen wir noch. So, dann war es das eh schon mal wieder für heute. Ah, Wahnsinn. So. Was haben wir denn da? Was ist denn der Problem? Achso, du bist schon wieder ein bisschen so gut. Ja, ein bisschen entzünden.
Wisst was? Schick mir die Drohne aus. Nice, ja, ja, so geht's auch. Nee, bist du deppert oder was? Geschissen hörst. So, zack, zack, zack. Ja, dann wieder rauf. Ja, genau. So, zack. Und auf voll easy. Und gleich mal zurückrufen, der Juxel. Und können wir schon aktivieren. Gleich mal ein bisschen herumstöbern, was wir denn so alles haben. Dürfen wir wieder in das Gebäude reinschauen, was die da so alles treiben. Okay, aha. Ich bin im Farmington zum Überwachungssystem. Ich brauche nur einen Zugangspunkt in ihr Netzwerk. Nice. Und ich warte. Jetzt. Eine Erinnerung an Manager, die das T2S Analytics System Test persönliche Ansichten sollten in den Beschäftigungspraktiken keine Rolle spielen. Zum Beispiel wurde der Dezeg als Warnsignal markiert. Ha. Die wollen keine Fans. Das ist nicht gut für uns. Da haben wir was. Da haben wir was. Müssen wir unbedingt schauen, dass wir das kriegen. Egal, ob wir dabei drauf gehen oder nicht. Scheiß drauf. Fuck. Und wir haben wieder was Neues markiert. Perfekt. Oder vielleicht war das auch schon, aber trotzdem. Was Neues. Ja, nehmen wir lieber das, weil das kann nichts Gutes bedeuten, wenn das so ausschaut, das Auto. Und hopp, oh, nein, ich muss mir, oh, wie schaust denn du aus? Wir haben eine Rosa verpackt, oh mein Gott. Ein bisschen Cabrio, okay, ah, Wahnsinn. Ein bisschen frische Luft tanken, gell. Okay. Vielleicht, wenn man dann das Dachel vergisst, wenn es regnet. So. Was ist denn das für ein Motor? Da hört man ja gar nichts. Ah, Wahnsinn. So, haben wir so vielleicht wieder was in der Nähe. Hat man vielleicht auch da irgendwo was. Weil da so ein kurzer roter Bereich war. Aber wir müssen eh schon mal dorthin. Jetzt haben wir richtig gedrückt. Jetzt haben wir wieder richtig gedrückt. Das ist das einzige Spiel, wo wir uns immer falsch verdrücken. Und was finden wir hier wieder? Oder ja, du mal kurz den USB-Stick einstecken und dann schauen wir mal in die Garage, was wir da so finden. So. Sesam, öffne dich. Dürfen wir wieder ein bisschen hinschauen, ob jemand was Verbotenes macht oder einfach nur Hacking. Einfach nur Hacking. Okay, gleich mal in den Büros. Ich habe jetzt einen Einblick in Farmingtons Hauptbüro. Ich hacke mich in ihr System und bringe mal Geld unter die Leute. Sowas hört man doch gerne. Das hört man wirklich gerne. Angefügt sind die gewünschten Suchergebnisse und in den angeschriebenen spezifischen Schlusswörtern Dezeg, Prime, Age, keine Lügen mehr. New Dawn. Bei Fragen bezüglich der Art und Weise der Datenerhebung kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner. Ihre Ansprechpartner, na dann. Die werden sich ja nicht weiterhelfen können. Die Ansprechpartner. Das wird ein tolles Wochenende für Ex-Farmingtons Angestellte. Ich habe jedem 10 Riesen geschickt. Bist du deppert? Doch, bestimmt. Aber ich bitte 10 Riesen, oder Schiss, also die waren dann. Nicht an die große Glocke hängen. So macht man das, Leute. Shit, Markus. Hängt die Latte für uns andere nicht so hoch? Gleich mal für 10 Riesen, oder bist du deppert? Oh, das war's schon mit der? Ha. Haben wir da vielleicht ein bisschen mehr erwartet? Na, dann machen wir aber noch eins. Ja. Portion. Ja, machen wir das. Portion. Süßes Aufkleberchen. XD. Deshalb. Smiley XD. Müssen wir natürlich vorbeischauen. Das könnte vielleicht relativ lustig werden. Also vielleicht auch wieder irgendwas mit Geld oder so. Oder vielleicht wieder irgendwas mit der Bank. Das wäre nice. Oder habt ihr wieder... Oh, Bank war richtig King-Mission, Leute. Die waren Bombe. Bank. Das ist Wahnsinn. So. So, da bleiben wir jetzt einmal. Natürlich schauen wir uns da wieder um. Ob wir da vielleicht irgendwo in der Nähe was haben. Da haben wir was in der Nähe.
So, da hätten wir auch gleich was mitnehmen können. Wir brauchen da... Scheiße. Noch mehrere. Die scannen mit Bloom-Algorithmen Daten und markieren Risikomitarbeiter. Und wer steht auf Platz 1 der Suchwortliste? Oh, das ist so süß. Gute Arbeit, Jungs. Die feuern also Leute, die uns unterstützen? Wir sollten sie verteidigen. Nicht nur unsere Supporter. Jeden, der nur das geringste Interesse zeigt. Ich schau mal in die Hauptbüro. Mal sehen, ob ich den Gefeuerten eine Abfindung organisieren kann. Ja, da müssen wir mal vorbeischauen. Aber da haben wir schon wieder was. Orangen essen. Da müssen wir natürlich auch noch vorbeischauen. Gleich wie in der nächsten Mission. So, ihr könnt sie lesen und ich renne mal dorthin. Vielleicht auch noch das ein oder andere Hacking noch dazu. Perfekt. Und wieder eine neue Aufgabe. So. Da sonst noch irgendwo was oder so. Na, dann gehen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal weiter. Ah, da, genau, da unten sind die Autos. Gehen wir mal dort entlang. Ja, da habe ich schon mal eins. Das drückt mir. Der hetzt Leuten in Livestreams die Cops auf den Hals. Klingt nach einem echten Wichser. Schlimmer als das. Aha. Er sagt, er gehört zu DeadSec. Nee, sowas geht gar nicht. Oh, Typen shit. Der Schaden unserem Image. Mal sehen, ob ich ihn online finde. Wow, der verwischt seine Spuren echt nicht. Ich habe schon eine Adresse. Ich setze ein DeadSec-Statement auf, um ihn bloßzustellen. Klar doch. Und wir schauen, dass wir mal zu den Chooks liefern. Klar doch. Und zack. Ja, verfolgt der, verfolgt der. Nun sieht man es noch nicht. Okay, einmal umdrehen bitte. Dankeschön. Und wir sind jetzt mitgenommen von der Polizei. Oh, SWAT-Team sogar. Scheiße, nice. Haha, Bombe. So, und wir müssen da vielleicht sogar noch einen Durban legen. Wir müssen dazwischen durch. Dankeschön. So. Und wir schauen, dass wir jetzt mal den Penner hier fertig machen, Alter. Immer die Polizei anrufen in einem Livestream. Hallo. Das geht doch gar nicht. Du musst auch schon, dass er sein Geld damit verdient und so. Man kann jedes Mal so wohlverdientes Geld dann auspressen, nur wegen den Juxl. Weil die Polizei gerufen worden ist. So. Oh, hi. Ja, bitteschön. Haha. Ich hab den Verräter gefunden. Sie war die Verräterin. Die hat sicher noch nie irgendwas mit ihnen zu tun gehabt oder so. Sie ist die Verräterin automatisch. Okay, warte, genau so beim Blumenstock oder so irgendwie, oder? Ja, okay, dann geht's halt auch zu. Lass mal zeigen. Sag mal her, dass du so alles drauf hast. Oh, wird dir jetzt mitgeführt, oder? Dann wird dir jetzt erschießen. Piu, piu, piu. Mach ein bisschen piu, piu, piu. Ist besser. Taugt mal. Taugt mal, wenn du ein bisschen piu, piu, piu machst. Oh, hi. Selber. Okay, ich bin drin. Wer ist der Arsch? Ein Kellertroll, Amateurhacker, Internetabschaum. Das wird sicher lustig, aber nicht für ihn. Nicht für ihn. Das liegt daran, dass du ein Wichser bist, Rick Roll 92. Und wir spielen der Rainbow Six Siege. Ha! Sofort gemerkt, Alter. Bist du Depp, Alter. Sofort gemerkt, Rainbow Six Siege. Gleich mal Werbung für andere Spieler von Ubisoft. Da kann ich ja noch nichts machen. Ich leg nen scheiß Kopf um und esse dann ein Sandwich. Ohne Kruste, Bitch. Die Cops kommen schon diese scheiß Nutten und dann schieb ich ihnen den Lauf meiner AK rein. Klar doch. Soll ich ihn vielleicht einmal so hacken oder so? Vielleicht irgendwie. Lass mal da mal. Oh. Jetzt kann das Spielchen beginnen. Das ist ein Mäh. Was so geschieht, weil der Computer jetzt fährt. Mann, ja, geht's. Na schau, könntest du hier wieder weiter zocken. Können wir da vielleicht sonst noch irgendwie was machen? Hallo? Wenn Sie mich hören, antworten Sie. Oh.
Verbindung unterbrechen. Nice. Was, geh mal auf Unreal Tournament oder was? Ich muss den ganzen Computer hinlegen. Ja, bitte kommt's, bitte. So, Verbindung unterbrechen, schon wieder. Ah, und man hört schon. Ah, nice, jetzt kommen sie. Ah, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Richtig geil. Soll ich wieder gut unterbrechen? Ständig unterbrechen. Mit der Musik und so, nice. Bist du deppert, Alter. Richtig geil. Alter, diese Nebenmissionen sind so fucking geil. Scheiß auf die Hauptstory. Ernsthafter. Scheiß einfach auf die Hauptstory. Der ist wie ein Avatar für alles, was scheiße am Internet ist. Oh, scheiße, geil. Wie stellen wir das an? Jeder kann mitmachen. Wir haben inoffizielle, offizielle Kanäle. Ich habe ein Coming-out für unseren Tiefflieger vorbereitet. Glaub mir, ja, ich würde sagen, da hat jemand der Höschen vergessen. So, und ich würde sagen, ich spawn einfach mal zum Hauptquartier. Und damit ihr euch nicht langweilt und einfach mal hin und her müsst, haut rein, Leute, bis zur nächsten Folge. Halt! Weil diese Nebenmissionen sind so der Wahnsinn. Außer das mit dem Graffiti. Aber sonst. Bombe. Und ciao.